was geht ab, Freunde? Ja, 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 ich weiß. Wieder 5 Tage kein Video. Oh, 7 Tage schon. Huch, tut mir leid. Aber wisst ihr was? Ab heute kommt jeden Tag ein Video. Jeden fucking Tag ein neues Video. Versprochen. Und by the way, danke für die 30.000 Abonnenten. Ihr seid wirklich verrückt. Der Bruder da hinten verhält sich so, man merkt direkt, er hatte von Anfang an was dagegen, dass sie mitkommt. Er denkt sich auch nur so, ah, ich hab's euch doch gesagt, die Alte macht nur Probleme. Aber eine andere Frage, wieso fällt sie in Zeitlupe hin? Das gesamte Picknick mit der Familie ist im Eimer, alles zerstört. Danach ist riesengroßer Familienstreit. Bruder, der Arme. Sein schlimmster Albtraum ist in Erfüllung gegangen. Was sagt ihr? Denkt ihr, er ist sauer? Denkt ihr, er hatte Spaß heute im Freizeitpark? Aber das ist auch wirklich das Abgefuckteste, was hier passieren kann. Ja gut, ich meine, ja, es ist ein Wasserpark. Und ja, es ist eine Wasserbahn oder was auch immer. Aber Bruder, niemand will diese Person sein, die gefokust wird von irgendwelchen Assis mit der Wasserpistole. Der Arme hat echt das große Los heute gezogen. Und wo wir gerade schon so über Wasserparks und Wasserbahnen reden, gönnt euch mal diesen Splasher. Just a little splash. Okay. Bruder. Also, ich würde jetzt einfach mal sagen, dass die Brille das niemals überlebt hat. Wie sie sogar die Arme ausbreitet. Sie dachte wirklich, da kommen nur ein paar Spritzer. Ah, also wenn ich dieses Standbild hier sehe, dann weiß ich ganz genau, dass ihre schöne Brille von Fielmann in 20.000 Teile zersplittert ist. Erklär das mal deiner Versicherung. Ja, und wie kam es denn dazu, dass sich die Brille pulverisiert hat? Naja, ist mir runtergefallen. Wisst ihr, was geil ist? Konzerte. Ey, einfach geil. UFO-Konzert, die ganze Crowd ist einfach am Abgehen, alle gehen dumm, der Vibe stimmt, geile Musik, einfach alles geil. Alle haben zusammen einen geilen Moment, einen geilen Abend. Aber manchmal passiert es auch auf Festivals, dass der Künstler und die Crowd halt nicht so gut miteinander matchen und es vielleicht ein paar Unstimmigkeiten gibt. Dann hauen halt 2, 3 Leute ihre Flasche auf die Bühne oder so. Hier zum Beispiel bei Mero, der hat einfach so eine Flasche an den Kopf bekommen während dem Auftritt. Das ist schon hart so, aber natürlich können die Festivals in Amerika da noch einen draufsetzen. Bruder! Junge, hat der irgendwie deren Mütter beleidigt oder warum sind die so sauer? Bruder, ein Mülleimer. Ein Mülleimer. Die werfen da einfach eine Mülltonne hoch. Yo, jetzt eskaliert der Krieg, jetzt geht's ab, jetzt sind beide Fronten gegeneinander heiß, jetzt ist vorbei, Endstufe, Armageddon. Das Video endet zwar hier, aber ich wette, die haben danach noch, keine Ahnung, Autos da hochgeworfen oder Menschen. Jesus ist wieder frei, woo. Der Bre war irgendwie 1 Jahr im Knast oder so und jetzt ist er wieder auf freiem Fuß. Free Jesus. Ja, sie ist freigestellt von der rechtschaffener Bürger, kauft sich Tickets. Das Leben als König der Schwarzwalder ist vorbei. Hab ich hinter mir gelassen? Ein vorbildlicher Bürger, wow. Applaus bitte, Applaus. Krasser Sch***igi. Ich nehme doch gar keine Drogen mehr. Ihr seht aus wie Füchse. Unser Bruder Jesus hat direkt Kulturschock bekommen am ersten Tag. Wie heißen die Teile nochmal? Ich glaube Furries, oder? Also wenn du zufällig ein Furry sein solltest, hör auf meine Videos zu gucken. Bitte. Ich mein's ernst, such dir irgendeinen anderen YouTuber, aber geh von dem Kanal. Das ist fucking gruselig. Hilfe. Ich weiß, wer sich über diesen Kuchen besonders freuen würde. Was haben Sie denn da unten in Ihrem Stutzen drin? Zigaretten. Bitte? Zigaretten. Jetzt erstmal eine durchziehen? Nachher.
Warum haben Sie es dann mit auf dem Schiff? Ich bin schnell eingewechselt worden, da habe ich noch dabei gehabt. Okay, danke schön. Bitte. Rest in peace, Walter Frosch. Eine wahre Legende. Was ist das denn für ein geiles Produkt? Ich brauch das. Wo kann man das kaufen? Stellt euch mal vor, ihr fliegt damit so über eine von der Gesellschaft ausgegrenzten Insel. Die armen Ureinwohner drehen völlig durch und denken, es gibt fliegende Menschen. Die haben eine Psychose danach und finden darin ihren neuen Gott. Also ich würd's echt machen, nur um die Einheimischen dort zu trollen. Warum? Also, ich kann dir jetzt schon mit Sicherheit sagen, dass es absolut sch*** aussehen wird. Wieso guckst du so? Willst du mir mit dem Blick jetzt etwas sagen? Dass du irgendwie gerade ein geiles Kunstwerk geschaffen hast? Ich sehe doch direkt, dass da was nicht stimmt. Die sind komplett ungerade und unsymmetrisch. Du hast wirklich komplett reingeschissen. Und du auch. Denn du wolltest dieses Tattoo. Okay, alles klar. Spar dir diese Reaktion. Wieso tust du so, als würde es dir gefallen? Diese Reaktion. Ein auf, oh mein Gott, genauso habe ich mir es vorgestellt. Das sieht so gut aus. Oh my gosh. Ich kann das alles nicht mehr. Wusstest du, wie du in Deutschland jede Verkehrskontrolle blockieren kannst? Nee, keine Ahnung. Erklär's mir mal. Sobald du angehalten wirst von der Polizei, ist die Bemessungsgrundlage für eine allgemeine Verkehrskontrolle immer der Paragraph 36 Absatz 5 StVO. In diesen Paragraphen ist geregelt, dass die Polizei nur deine Verkehrstüchtigkeit überprüfen darf und nicht Fahrtüchtigkeit. Das sind zwei komplett verschiedene Schuhe. Wenn die Polizei aber jetzt zu dir sagen sollte, ja, steigen Sie mal aus, ich will ein paar Tests bei Ihnen machen, könntest du einfach sagen, ja, muss ich das tun? Stellst dich wirklich auf dumm. Dann sagt der Polizist, ja, das müssten Sie tun, wir sind die Polizei, wir ordnen das an. Dann könntest du wiederum sagen, ach, das ist sehr interessant, dann sollten Sie doch wissen, dass eine physiopathologische Untersuchung kein Bestandteil ist, eine Bro, ich sag dir ehrlich, ich kann mir das nicht merken. Ich würde dem Polizisten dann einfach dieses TikTok zeigen, so. Bei der Antwort werde ich safe getasert. Real talk, Mann. Kein Polizist wird sich geschlagen geben und dich einfach so damit davonkommen lassen. Die Jungs werden dich auseinandernehmen und mit auf die Wache nehmen. Ja, cooler Trick auf jeden Fall, hä? Anstatt ich ganz easy meinen Führerschein zeige und ich in 2 Minuten weiterfahren kann, mach ich doch lieber erstmal eine 3-stündige Diskussion aus der Sache und versuch die Polizisten komplett hops zu nehmen. Jeder von uns hat doch diesen einen Computerfreak im Freundeskreis. Wenn du nicht sogar selber dieser Typ bist. Dieser eine Typ, der 50 PCs, 20 Wasserkühlungen, Motherboard, 20 Triple X Grafikkarte, 5 GTX, 5000, 2 Millionen, keine Ahnung was. Auf jeden Fall dieser Computertyp. Ich hatte auch so einen Homie. Und diese Leute sind immer gleich. Du willst mit ihnen über irgendwas Normales reden, zum Beispiel das Wetter oder Fußball, keine Ahnung. Und du fängst gerade so an zu erzählen. Und nach 2 Sätzen von dir labert er dich voll mit irgendeinem Computerteil. Da neue Grafikkarte, da neue CPU, keine Ahnung, dass die voll schnell rendert und man Fortnite mit 200 FPS spielen kann. Was juckt's mich, okay? Die sind halt alle computerverrückt, okay? Aber ich habe hier jemanden gefunden, der toppt einfach alles. Ja, after a few minor difficulties. Bruder, was ist das für eine Grafikkarte? Was willst du mit deinem PC machen? Willst du dich damit in das amerikanische Sicherheitssystem reinhacken und alle Bildschirmhintergründe von Mitarbeitern in das hier ändern? Oh, now finally managed to complete the test. And let's see the score. And I have got a score of 677. But of course, nothing compared to this over here. Was zum Teufel? Das kann man als Propeller für einen verf***ten Helikopter benutzen. Was ist das? Das ist ein Raumschiff. Also wenn du das an einen PC anschließt und dann 3 Minuten Minecraft spielst, dann hast du eine Stromrechnung von 2000 Euro. It's an NVIDIA RTX 4090 Ti. It's the flagship. And yeah, let's turn it on. Whoa. Ja, wir wissen alle, wie das hier enden wird.
Ja, und damit endet auch dieses Video hier. Wenn du, der dieses Video hier gerade guckst, cool bist, dann gibst du dem Video jetzt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns morgen wieder. Peace out.